Meine Damen und Herren, moderne Industrie war gerade ja auch noch hier oben zu sehen. Moderne Industrie braucht NRW. Und dann war das so ein bisschen versetzt gedruckt. NRW braucht moderne Industrie. Schon die Reaktionen auf die Einladung haben gezeigt, dass es richtig war, einen solchen Titel zu wählen. Wir sprechen hier über die Industrie des 21. Jahrhunderts und meinen damit nicht die Klischees von stinkenden Schloten und maroden Fabrikhallen. Hier ist eine moderne Industrie gemeint, die im Verlauf ihrer Entwicklung immer stärker mit Dienstleistungen angereichert wurde. Je flexibler, je smarter der Herstellungsprozess im Kern ist, desto unbedeutender wird die materielle Umwandlung. Je größer der Anteil produktorientierter Dienstleistungen und somit hebt sich dann auch der Widerspruch zwischen Industrie einerseits und Wissensgesellschaft andererseits nach und nach auf. Die letzten 30 Jahre haben den Eindruck verstärkt, industrielle Produktion könne an jedem beliebigen Ort in der Welt stattfinden. Es handelte sich lediglich um eine Kostenfrage oder darum, ob der regionale Absatzmarkt groß genug sei. Verkannt wird, wenn man das so betrachten würde, dass Produktion auch von den jeweiligen kulturellen Bedingungen, also vom jeweiligen Habitus, von den Einstellungen abhängt. Es handelt sich dabei um externe Kostenvorteile, die nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens auftauchen. Unsere Art zu produzieren unterscheidet sich aber ganz grundlegend zum Beispiel von der Art und Weise der US-Amerikaner, der Japaner oder auch der Chinesen. Ein paar Tugenden sind dabei schnell aufgezählt, wie Zuverlässigkeit, Perfektionsstreben oder Kundenorientierung. So werden wir jedenfalls, das sagen viele Untersuchungen, international gesehen, das macht Made in Germany aus. Genauso wichtig sind, und darauf möchte ich heute Abend hinaus, 5 weitere Punkte, die auch die Wirtschaftspolitik dieses Landes ausmachen sollen. Da ist erstens die Fähigkeit zur Energie- und Ressourceneffizienz. Schon der alte August Thyssen hob bei Betriebsbesichtigung demonstrativ die rostigen Nägel auf, um seinen Mitarbeitern zu demonstrieren, dass sie mit den Ressourcen sorgfältig umgehen sollten. Unsere Zukunft liegt auch in der Energie- und Ressourceneffizienz. Unsere Zukunft liegt gerade in Nordrhein-Westfalen unter anderem im Verbund. Der Energieverbrauch lässt sich senken, wenn Anlagen im Verbund und sorgfältig aufeinander abgestimmt betrieben werden. So werden Abfallprodukte der einen zum Ausgangsprodukt der anderen Anlage. Der Umstand, dass insbesondere Grundstoffindustrie enorme Energie verbraucht, hat bei manchen Bürgerinnen und Bürgern den Eindruck erweckt, die Industrie in unserem Land sei ein Energieverschwender. Aber tatsächlich ist kein Standort der Welt in der Lage, so energieeffizient zu produzieren wie unsere. Unsere Effizienzgewinne sind im Übrigen in den letzten 23 Jahren nur zu einem Viertel auf Standortverlagerungen oder Standortschließungen zurückzuführen. Zu 3/4 sind sie darauf zurückzuführen, dass neue Produktionsverfahren und neue Technik eingesetzt wurde. Und deswegen ist es so unsinnig, Produktion ins Ausland verlagern zu wollen. Grundstoffe werden immer gebraucht werden. Wenn wir sie nicht produzieren, machen es andere Länder nur ineffizienter und klimaschädlicher. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass auch in der aktuellen Diskussion über das, was wir Energiewende nennen, wir eines immer deutlich machen. Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie Grundstoffindustrie, wie insbesondere die energieintensive Industrie insgesamt gezwungen werden soll, unser Land zu verlassen. Das ist alles schon auf Kante genäht. Und wer leichtfertig darüber spricht, dass man nun endlich mal die Belastungen für die energieintensiven Industrien erhöhen müsste, der ist auf dem industriepolitisch völligen Holzweg. Wir wollen, dass auch die Ausnahmetatbestände, die wir haben, verteidigt werden, meine Damen und Herren. Das Zweite ist, was uns stark macht,
die Fähigkeit zur handwerklichen Fertigung. Lange Zeit haben Großunternehmen eine große Anziehungskraft auf die Beschäftigten gehabt. Sie boten Stellen für ungelernte Arbeitskräfte, bezahlten gut und konnten ihre Belegschaften auch durch schwierige Zeiten bringen. Heute relativiert sich mehr und mehr die politische Bedeutung von Großunternehmen. Sie sind durchaus noch wichtig, um da kein Missverständnis aufkommen zu lassen. Einmal sind sie in der Lage, Infrastrukturen zu finanzieren oder zum Beispiel in der Telekommunikation sie auch zu betreiben. Und sie sind an der Spitze und zur Steuerung von Wertschöpfungsketten enorm wichtig. Aber immer wichtiger werden kleine und flexible Produktionseinheiten sein, gleichgültig, ob in der Hand eines Großunternehmens oder eben selbstständig. Es wird eher um eine handwerkliche als um eine arbeitsteilige Produktion gehen. Handwerkliche Fertigung war und ist in Nordrhein-Westfalen nie ein Anachronismus. Das Handwerk selbst, aber auch die vielen kleinen und mittleren Unternehmen haben immer eine wichtige Rolle im Produktionssystem gespielt. Dies wird uns bei der Umsetzung neuer Fertigungstechnologien in Zukunft manches erleichtern. Die vielen Hidden Champions, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, nicht zuletzt auch wiederum als Teil, als Zulieferer der Wertschöpfungsketten, sind ein wichtiger Beleg dafür. Diese Hidden Champions in unserem Land sind übrigens auch deswegen so erfolgreich, weil wir immer mit aller Klarheit auch an dem System der dualen Ausbildung festgehalten haben. Und in dem neuen Mittelstandsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen ist ein Punkt dabei, den ich herausheben will. Es muss auch in der politischen Debatte klar werden, dass es eine Gleichwertigkeit von akademischer und dualer Ausbildung gibt. Wir sollten nie nur immer über das eine reden, sondern beides gleichwertig behalten. Der dritte Punkt, der uns stark macht, der uns ausmacht, ist die Fähigkeit zum System. In Nordrhein-Westfalen beherrschen wir das Zusammenspiel von technischer, sozialer und wirtschaftlicher Innovation aufgrund auch der langen Erfahrung, besser als andere. Wir haben eine hervorragende Hochschullandschaft, wir haben flexibel aufgestellte Unternehmen, wir haben die notwendige Infrastruktur und wir haben das Vertrauen zwischen den Sozialpartnern. Alles ist dabei entscheidend. Unsere bewährte Sozialpartnerschaft hat bei uns eine Kooperationsbereitschaft entstehen lassen, die sich andere Standorte noch erarbeiten müssen und die, wenn wir uns das weltweit angucken, bin ich davon überzeugt, ohne die es ab einem bestimmten Wohlstandsniveau zwingend zu Verwerfungen kommen wird, wenn nicht auch dort entsprechende Sozialpartnerschaften etabliert und gelebt werden. Das vierte ist die Fähigkeit, um Akzeptanz zu werben. Industrielle Produktion ist in weiten Teilen der Gesellschaft etwas ganz Anonymes geworden. Sie findet in anonymen Hallen statt, die in anonymen Stadtteilen stehen. Und entweder haben wir in einigen Teilen der Gesellschaft eine sehr kritische Distanz zur Industrie oder aber schon Gleichgültigkeit. Dem wollen wir mit aller Entschiedenheit entgegenwirken. Wir unterstützen als Landesregierung, mein Haus, als Wirtschaftsministerium, jede im Land schon existierende Initiative für Industrie, für die Akzeptanz von Industrie. Und wir machen selber unsere Hausaufgaben, indem wir durch eine Initiative, die heißt Dialog schafft Zukunft, mit dazu beitragen wollen, dass Investitionsvorhaben vor Ort, ob es für ein Unternehmen ist oder im Bereich der Infrastruktur, im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern auch umgesetzt werden können. Das setzt voraus, dass wir eine neue Form des Dialogs führen. Nicht so lange auf die Leute einreden, bis sie es dann endlich verstanden haben, sondern auch Veränderungen zulassen. Das ist die Herausforderung, der wir in den Unternehmen und in der Politik und in der Verwaltung uns gegenüberstehen, gegenübersehen und die wir in die Tat umsetzen wollen. Das Fünfte, was wir schaffen können, ist die Bewältigung des Fachkräftemangels. Als Hochlohnland lebt Deutschland, lebt auch Nordrhein-Westfalen von der Entwicklung innovativer Produkte. Hierfür werden kreative Menschen benötigt, die entsprechend vorbereitet und qualifiziert sind und ich füge hinzu, die dann auch leistungsgerecht bezahlt werden. Schulbildung, Aus- und Weiterbildung,
längeres Arbeiten, aber auch insbesondere Frauen, die zum Beispiel nach einer Kinderpause wieder zurück in den Beruf wollen, das sind alles Stichworte. Um bei dem ersten nur eine Verstärkung vorzunehmen, ich halte es für geradezu unmenschlich, junge Leute nach Schule und Lehre in die Arbeitslosigkeit zu schicken. Das ist auch unter ökonomischen Gesichtspunkten eine pure Verschwendung. Und deswegen ist das, was an Fachkräfteinitiativen auf der Landesebene gemeinsam mit der Wirtschaft, gemeinsam zum Beispiel mit den Kammern auf den Weg gebracht worden ist, so wichtig, damit wir diese Fachkräftelücke, die in einzelnen Branchen und in einzelnen Regionen schon da ist, schließen können. Meine Damen und Herren, Nordrhein-Westfalen lebt von seiner Vielfältigkeit. So haben wir an der Ruhr das industrielle Kernland, das nach dem Krieg die Last des Wiederaufbaus in Deutschland getragen hat. Nordrhein-Westfalen hat dadurch natürlich anfangs erheblich profitiert, aber durch die Monostrukturen bei Kohle und Stahl auch einen erheblichen Preis gezahlt. Andere Bundesländer konnten modernere Industrien aufbauen. Leider erfahren wir nicht zum ersten Mal, dass deren Solidarität oder gar Dankbarkeit zu wünschen übrig lässt. So trägt auch die NRW-Wirtschaft heute wieder den Großteil zum Beispiel der Kosten für den Energiewandel. Das müssen wir ändern. Aber noch etwas anderes ist entstanden. An die Industrie, ich habe es vorhin schon einmal erwähnt, haben sich viele Dienstleister gekoppelt. Dazu gehören die wissensorientierten Branchen genauso wie das Handwerk oder auch die Gesundheitswirtschaft, in der in NRW mehr als 1,1 Millionen Arbeitnehmer beschäftigt sind. Nicht zuletzt aus der chemischen Industrie haben sich moderne Dienstleistungen in der Entsorgungs- und Umweltwirtschaft ergeben, die sich hervorragend auch für den Wissenstransfer ins Ausland eignen. Ich sprach von der Vielfalt, die unser Land auszeichnet. So gibt es den Bereich, den wir Kultur- und Kreativwirtschaft nennen. Dazu rechnen wir in Nordrhein-Westfalen mittlerweile 315.000 Arbeitsplätze, durch die mehr als 13 Milliarden Euro erwirtschaftet werden. Das ist nicht nur ein handfester ökonomischer, sondern auch ein wertvoller, weicher Faktor. Kultur- und Kreativwirtschaft ist also neben den finanziellen Aspekten ein Standortfaktor, den wir nicht unterschätzen sollten. Und last but not least gilt das auch so für die IT-Wirtschaft, die ein enormes Wachstumspotenzial in unserem Land hat. Mit ihr gemeinsam können wir die Grundlage schaffen für einen modernen Industriestandort, für NRW 4.0. All diese Dinge sind Voraussetzungen, müssen von uns in der Politik gemeinsam mit der Wirtschaft gestaltet werden. Mein Eindruck in den ersten 8 Monaten in Nordrhein-Westfalen, in diesem Amt, ist, dass das Land ein enormes Potenzial hat und wir gemeinsam daran arbeiten müssen, dass, wenn junge Menschen sich aus Thüringen, aus Hessen, aus Baden-Württemberg oder aus Schleswig-Holstein oder meiner alten Heimat aus Friesland überlegen, wo will ich hin? Wo möchte ich meine Kreativität entfalten? Wo möchte ich an dem modernsten Standort von Industrie und Dienstleistungen hin? Dass sie dann nicht mehr auf die Idee kommen, nach Berlin zu wollen, nach München oder nach Hamburg, sondern dass sie sagen, NRW, das ist der Platz, wo man sein muss, weil dort gibt es die moderne Industrie und dort ist es ein modernes Land aufgrund auch von moderner Wirtschaftspolitik. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus